Spuckst du mich nochmal an? Spuck ich zurück. So, Holz haben wir ein bisschen geholt. Dann können wir hier auch ein bisschen machen. Nicht zu viel. Ich glaube, die Schicht hier nur. Nee, eine können wir noch. Sonst kommen wir da irgendwo nicht mehr dran. Das reißen wir mal mit weg hier. Das können wir dann gleich machen. Sollten wir denn schon in Verbindung machen mit Glas? Da soll ja Glas hin. Guck mal, auf welcher Höhe ist denn das da? Ne, nee, das ist noch zu. Ne, das ist noch nichts. Achso, hier die Ecke noch. Zack, zack, zack. Okay, hätte man doch ein bisschen mehr Holz mitnehmen sollen. Musik passt jetzt zwar gerade nicht, aber echt jetzt der Deda 90 mit Manfred? Ja, Manfred. wer war denn das jetzt noch? Irgendwer war doch jetzt noch. Nee, warte mal. So hieß es dann im Monster, bevor es geschlüpft ist. Und wieso habt ihr sich einfach weiterhin Manfred genannt? Warte mal. Eggy, Vaneta, Metallion, Amy, Hardcore Dexy, Kira, mit ihren Frühchen, Leder, Passi, Teebeutel, Wissichen. Manfred geht gar nicht. Hä? Mika, du hattest doch auch schon, glaube ich, ne? Hast du noch gar nicht gesagt? Und ich glaube, Battle doch auch schon, ne? Ich glaube, von Battle und von Mika fehlt. Ja, vorhin? Du hast vorhin das Baby genannt, wie es heißen soll? Dein Twitch-Baby? Echt? Dann habe ich das wieder gekonnt ignoriert. Hä? Wie denn? Schreib nochmal. Vielleicht erinnere ich mich dann wieder. Ich glaube, Battle war noch, der müsste noch ein. Wenn er will. Man muss natürlich nicht, ne? Das ist natürlich nicht gezwungen. Du nennst jetzt ein Baby! Sofort! Nee. Hallo, wie geht's? Ey, Gauda Original. Oh, Junge, was ein geiler Name. Gauda Original Bestens geht's. Wie geht's dir? Ich glaube, ich habe Kord geschrieben. Stimmt, irgendwas war da. Ich gucke gleich mal in die Nachrichten rein. Ich check das gleich mal ab, Mika. So, dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir ziehen uns jetzt die Hose aus. So, Gauda Original, ich denke mal, du bist ein Käsefreund, ne? Denn das ist ja perfekt. Ich nehme mich auch. Lalalalala. So. 6 breit, ne? 1, 2, 3, jo, 6. Ja, komm, den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Machen wir Platz. Türmchen, du überliest bestimmte Menschen echt gerne. Nee, das hat mit den Menschen nichts zu tun. Das hat mit allen zu tun. Ja, aber nur Gauda. Ah, okay. Echt nur Gauda? Du magst sonst gar keinen anderen Käse? Kein Brie, kein Hartkäse, kein Weichkäse, kein
Moped? Nur Gouda? So, jetzt kommt die Musik. Da müssen wir kurz durch, ne? Oh, erstmal noch weit. Nur die Reihe nehmen wir mit. Und dann gehen wir rüber in die Hall of Cacklappen. Und Edamame auch lecker. Also wie gesagt, ich bin ja wirklich sehr großer Käsefreund. Ich esse sehr, sehr gerne Käse und sehr viel Käse. Aber ich habe mich überfressen an den deutschen Käse. Ich mag keinen deutschen Käse mehr. Hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sage, hier, alles aus Deutschland ist scheiße, ne? Wie es ja so viele machen, ne? Immer viele, so aus Prinzip, kommt aus Deutschland, scheiße. Ich mag keinen deutschen Käse mehr. Und dann ist es ja preislich, nimmt es sich auch nichts, ob du jetzt, klar, es ist ein bisschen teurer, aber wenn du, ich mach mal ein bisschen die Musik leiser aber für euch. Es ist ein bisschen teurer an der Theke, wenn du da jetzt, sag ich mal, Appenzeller holst, Schweizer Appenzeller, ne? Kostet ein bisschen mehr, aber dieser Geschmack ist, das sind wirklich Welten. Und das mache ich eigentlich, ne? Ich hole mir jede Woche 250, 300 Gramm Käse an der Theke. Zahlt so vielleicht im Endeffekt einen Euro, sage ich mal, mehr vielleicht. Aber ich fresse am Kühlschrank nicht mehr einfach so eine Scheibe Käse. Wenn ich mir nämlich den deutschen Käse so geholt habe, den habe ich immer so gefressen. Ne? Kühlschrank auf, eine Scheibe Käse auf die Faust und los. Das mache ich mit dem Käse jetzt gar nicht mehr von der Theke. Ja. Und ich probiere mich da auch immer durch. Aber ich sage auch so, wie es ist, ich hole den auch immer nur im Angebot. Ich gucke immer jede Woche in den Prospekt rein und hole mir immer nur ein Angebot. Warum ist in deiner Amazon-Wunschliste eine Babyflasche? Für meinen Sohn. Nicht für mich. Metallion, mein Lieber. Dankeschön für deinen Raid. Vielen, vielen lieben Dank, Metallion. Dankeschön, Dankeschön. Und herzlich willkommen. Ja, genau. Herzlich willkommen, liebe Raiders. Herzlich willkommen, ihr wunderschönen Menschen. Dark Blue One. Guten Abend an die Geredeten. Hallo, Dark Blue One. Ah, oh, okay, cool. Ja, ja. So, ab und zu benötigt er mal ein neues Flash gehen. Oha, ist aber gewachsen hier. Da müssen wir noch ausleuchten. Wie alt ist er, wenn ich fragen darf? Er ist 7 Jahre wird er jetzt im Januar. Und bevor du fragst, warum er eine Flasche nimmt, er ist schwerbehindert. Darum nimmt er eine Flasche. Weil man muss es schon anmerken, wenn man sagt, das Kind ist 7 Jahre alt und dann steht da eine Flasche für ein Baby drin. Was? Dann kann man das ruhig schon mal kurz mit anmerken, dass er schwerbehindert ist und eine Flasche braucht. Metallion, wie war dein Stream? Erzähle. Wie war's? Larry. So, dann düsen wir rüber zur Hall of Cacklappen. Boah, mit einer Hand gar nicht so einfach. Ich hatte ja vorher immer so genau die gleichen Flaschen. Aber er hat immer diesen Aufsatz oben, diesen Kautschuk-Aufsatz immer kaputt gebissen. Und darum habe ich mich ja für Hartplastik entschieden. Klar, es ist auch scheiße, aber die halten deutlich länger. Für die Zähne ist es vielleicht nicht unbedingt gut. Das ist schon richtig. Ich hoffe, er bleibt gesund. Ja. Er ist ja halt schwerbehindert, weil er krank ist, ne? Aber ich weiß schon, wie du es meinst. Danke auf jeden Fall. Ich suche gerade Gehirnzellen nach der Apparate Reaction dringend notwendig. Wieso gibst du dir sowas auch noch? Ja, das frage ich mich auch irgendwie. Huch, mein Bauch haut am Tisch. Upsi. So, guck mal, so viel haben wir hier gar nicht mehr.
Ist gar nicht mehr so viel. Damit ihr ihm keine Klicks gibt. Ah, er macht das für uns quasi. Er guckt sich das an und teilt uns das mit, damit wir ihn nicht angucken müssen und dass er durch uns Klicks. Das ist auf jeden Fall smart, Mitteilung. Das ist auf jeden Fall smart. Mahlzeit, Lilly. Das ist die Mahlzeit, Lilly. Okay. Stein, Stein. Achso, zwei können wir hier wieder brennen, ne? Muss weg, ciao. Gauda, mach's gut. Ich wünsch dir was. So, ach, da, so. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Ihr Lieben, bei YouTube. Ich mache kurz ein kleines Päuschen, mache mir fix einen Kaffee. Geht denn weiter in der nächsten oder gleich? Mal schauen. Alter, er steht auch direkt vorm Loch, ne? Hat er was Schönes? Leuchtstein, ein Leuchtstein. Ja, den freut sich der richtig an. Spuckst du mich nochmal an? Spuck ich zurück. Okay, ihr Lieben, wie ihr gemerkt habt bei YouTube, wir sind wieder da. Wir müssen hier noch ein bisschen auskoffern. Die Bude. So, einfach was futtern. Machen wir hier. Chrismann, danke schön für dein Lurky. Vielen, vielen Dank. Nara, danke für dein Look. Ja, guck mal, die beiden haben schon wieder was vor. Ah, jetzt will's Apo wissen. Apo will's wissen. Schrapazier dich ein Glück, Apo. Mit deiner Zockerei. So. Da wir hier gerade eh wieder unten rumtingeln, und wir eigentlich ja fast jedes Mal, wenn wir hier unten rumbuddeln, ja, Social-Media-Thema haben, meistens TikTok, würde ich das tatsächlich nochmal aufgreifen wollen. Ich habe nämlich heute, was heute? Ja, heute Mittag, nee, heute früh. Heute Morgen, 5:30 war es. 5:30 Video gesehen. Da bist du definitiv nicht drin vorgekommen, mein Freund. Das, so viel sei dir auf jeden Fall gesagt.